Ich komme zu Tagesordnungspunkt 60, Beschlussempfehlung und Bericht des Ausschusses für Wirtschaft, Drucksache 204172 zu 2028-69. Wer stimmt der Beschlussempfehlung zu? CDU, Bündnis 90, die Grünen. Wer stimmt dagegen? SPD, AfD, Freie Demokraten. Wer enthält sich der Stimme? Die Fraktion Die Linke. Damit ist die Beschlussempfehlung angenommen. Tagesordnungspunkt 61, Beschlussempfehlung und Bericht Ausschuss für Wirtschaft, Drucksache 204173 zu 204068. Wer stimmt der Beschlussempfehlung zu? CDU, Bündnis 90, die Grünen und die Fraktion Die Linke. Wer stimmt dagegen? Die AfD, die Freien Demokraten. Wer enthält sich der Stimme? Die Sozialdemokraten. Damit ist die Beschlussempfehlung angenommen. Tagesordnungspunkt 62, Beschlussempfehlung und Bericht Ausschuss für Wirtschaft, Drucksache 204174 zu 204072. Wer stimmt dieser Beschlussempfehlung zu? Das ist CDU, Bündnis 90, die Grünen. Wer stimmt dagegen? Die Sozialdemokraten, die Linke, die Freien Demokraten und die AfD. Enthält sich jemand der Stimme? Ist nicht der Fall. Damit ist die Beschlussempfehlung angenommen. Tagesordnungspunkt 63, Beschlussempfehlung und Bericht Sozial- und Migrationspolitischer Ausschuss, Drucksache 204179 zu 204874. Wer stimmt der Beschlussempfehlung zu? CDU, Bündnis 90, die Grünen, die AfD, die Freien Demokraten. Wer ist dagegen? Die Sozialdemokraten und die Linke. Enthält sich jemand der Stimme? Das ist nicht der Fall. Damit ist die Beschlussempfehlung angenommen. Tagesordnungspunkt 64, Beschlussempfehlung und Bericht Sozial- und Integrationspolitischer Ausschuss, Drucksache 204180 zu 203678. Wer stimmt der Beschlussempfehlung zu? CDU, Bündnis 90, die Grünen, Sozialdemokraten, die Linken und die Freien Demokraten. Wer ist dagegen? Die AfD. Wer enthält sich der Stimme? Das ist niemand. Damit ist die Beschlussempfehlung angenommen. Tagesordnungspunkt 65. Beschlussempfehlung und Bericht Sozial- und Migrationspolitischer Ausschuss, Drucksache 204181 zu 204008. Wer stimmt der Beschlussempfehlung zu? Die CDU und Bündnis 90 die Grünen. Wer ist dagegen? Die Sozialdemokraten, die Linke, die AfD und die Freien Demokraten. Enthält sich jemand der Stimme? Das ist nicht der Fall. Damit ist die Beschlussempfehlung angenommen. Tagesordnungspunkt 66, Beschlussempfehlung und Bericht Sozial- und Integrationspolitischer Ausschuss, Drucksache 204182 zu 204061. Wer stimmt dieser Beschlussempfehlung zu? CDU, Bündnis 90 die Grünen, die AfD. Wer ist dagegen? Die Sozialdemokraten und die Freien Demokraten. Wer enthält sich der Stimme? Das ist die Linke. Damit ist die Beschlussempfehlung angenommen. Meine Damen und Herren, wir sind am Ende der Beschlussempfehlung. Ich habe noch zwei Mitteilungen, die nicht unwichtig sind. Die Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen findet nicht statt. Dafür können wir die Sitzung des Innenausschusses von hier verlegen in den Raum 501a. Das hat den Vorteil, dass jetzt keine Wartezeiten entstehen. Das heißt, Sie können direkt in den 501a gehen, Innenausschuss machen. Und der Hauptausschuss kommt in Raum 510w zusammen. Einen wunderschönen guten Abend und herzlichen Dank.